Hi, ich bin die Anne von MyMüsli und ich zeige euch im folgenden Video, wie ihr euren eigenen MyMüsli2Go Adventskalender basteln könnt. So sieht der dann aus, der fertige Adventskalender. Wir haben grünes Tonpapier um die To-Go-Becher geklebt. Das Ergebnis sieht dann aus wie ein Tannenbaum. Aber ihr könnt natürlich auch jedes andere Geschenkpapier nehmen. Das mache ich jetzt auch. Los geht es mit einer Schablone. Erstmal müsst ihr euch die Vorlagen von unserer Webseite downloaden. Dann schneidet ihr die Schablone aus und klebt sie am besten auf ein Stück Karton, zum Beispiel die Rückseite eines College-Blocks. Dann habt ihr etwas Stabiles für die 24 Becher. Jetzt die Schablone ausschneiden. Als nächstes braucht ihr Geschenkpapier. Die Schablone einfach auflegen und 24 Mal einen Mantel für die Müslis ausschneiden. Den Mantel dann um den Becher wickeln, kleben und nach Wunsch verzieren, zum Beispiel mit Weihnachtssternen oder Aufklebern. Die Zahlen findet ihr in der Datei auf unserer Webseite, fertig zum Ausdrucken. Einfach die Zahl ausschneiden, aufkleben und fertig. Ihr könnt die Becher sogar noch einzeln verpacken. Wir haben hier rote Servietten verwendet, aber nehmt am besten große Dinner-Servietten, normale sind ein bisschen zu klein. Viel Spaß mit eurem selbstgemachten Adventskalender!